Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Tagesbotschaft für den Donnerstag, den 3.9.2020. Ja, wir schauen heute gemeinsam in den 3.9. hinein. Gestern war ja Vollmond im Fischen und wir schauen, was sich hier noch alles zeigen wird, auch am nächsten Tag. Ich habe so das Gefühl, manche haben das Gefühl, so sich auf einem Boot zu bewegen, ja, alles so, es wackelt ein bisschen, also das heißt, mal kommt eine größere Welle und dann eine sanftere und dann wieder jum, jum, jum. Und da habe ich das Gefühl, wie surfst du mit deinem Boot auf dieser Welle im Vollmond im Fischen? Dazu kannst du dir sehr gerne noch den Vollmond im Fischen dir anschauen, was ich weiß nicht, wann ich es hochgeladen habe, aber schau einfach in den Vollmond im Fischen hinein. Ja, jetzt hätte ich gerne diese und diese. So. Dann schauen wir gemeinsam in den Donnerstag hinein, in den 3.9. Das sind zu viele. Eine noch. Dankeschön. Ja, du sollst dich zwischendurch einmal selbst belohnen. Ja, wie wahr ist das? Denn nur wenn du dich auch selbst belohnst, einmal nur mal für dich da bist und alles rund um dich vergessen tust und du dich einmal in den Mittelpunkt stellst für dich, ja, da bekommst du so viel Kraft, so viel Power. Und ich glaube, dieser Vollmond im Fischen ist sowieso, triggert ganz, ganz, ganz viel an euch an. Ne? Dankeschön. Oh, ja. Triggert in euch ganz, ganz viel an. Also entweder überwindest du jetzt deine Blockaden mit dem Vollmond. Das könnte sein, dass du eine Blockade in den Finanzen hast, also dass dein Finanzfluss nicht fließt oder das, was du vorhattest, nicht fließt. Oder du bringst es jetzt in den Fluss, weil du da drüber gekommen bist. Ne? Also du glaubst an dich, du stehst bei dir, du stehst vor dir, in dir, mitten dir, innen drinnen, rundherum. Wirst du für dich jetzt sorgen und dann kommst du auch in den Finanzfluss hinein. Ja? Und jetzt schauen wir mal hinein in die Überschrift. Wow, ja, seh nur die Liebe. Seh die Liebe in dir selbst, mein Schatz. Ja? Halte mal dein Herz für dich bereit. Und zwar richte deinen Blick jenseits scheinbarer Irrtümer, Fehler und Missverständnisse und sieh nur die Liebe in jedem Menschen, einschließlich dir selbst. Dein unerschütterlicher Fokus auf die Liebe, die jeder Situation zugrunde liegt, bringt Heilung auf eine Weise, die du dir nie erträumen hättest lassen. Ja, wow. Also kann sein, dass du jetzt deine Irrtümer bereinigst, klärst, das sind diese Berge hier, dass du jetzt immer mehr deiner eigenen Wahrheit folgst, deiner eigenen inneren Stimme folgst und hier kommst du definitiv weiter, 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 immer weiter, weiter, weiter. Ich freue mich so für euch, denn ihr habt es euch wirklich verdient. Die nächste Karte, da haben wir wieder das Kind. Schau mal. Also dieses umsorgte Kind, dieses bemutterte Kind, es ist ganz warm und wohlig eingepackt sozusagen, könnte auch für den Herbst-Winter sprechen. Das Leben kann elektrisierend sein, denn seine tiefste Essenz ist Energie. Dein Körper ist ein erstaunliches Energiefeld. Das Positive auf liebevolle Behandlung reagiert.
Deine Hände und dein Herz sind aktiviert, um deine Familie, deinen Freunden, Klienten heilende Energie geben zu können. Vielleicht kommst du jetzt immer mehr auf den Trichter, dass du eine wundervolle Energiearbeit leisten kannst, dass durch deine Hände so viel Heilung fließt. Ja, ja, auch ich werde sehr, sehr oft über meine Hände angesprochen, dass da so viel Heilung auf euch zu oder übergeht, und das finde ich total schön. Und hier haben wir das Herz, ne? Das Herz. Und hier sehe nur die Liebe, und auch hier hält sie das Herz. Ja, und da ist Vollmond, ne? Also da kann schon nochmal der Vollmond ordentlich angetriggert werden bei euch, ihr Süßen. Ja, das geht wieder beruflich. Ja, entweder kommst du jetzt, für manche heißt es, du kommst jetzt plötzlich in deine Stabilität in der Finanzen, im beruflichen Umfeld, ja, also es kann sein, dass du jetzt plötzlich wirklich diesen Anker in deinem Leben, den Anker in deinem Leben jetzt immer, immer mehr erfahren wirst. Na, Happy, mein Schatzi. Also dieser Anker im Leben ist wichtig, damit du jetzt Stabilität erlangen kannst, damit du weißt, wo du jetzt dein Schiff anlegst, ja, also wie in der Einleitung auch gesprochen mit dem kleinen Schiff. Dann hast du den Reiter, eben etwas Plötzliches kommt auf dich zu. Ich glaube, dass es unerwartet ist, also etwas Plötzliches, Unerwartetes kommt in dein Leben. Dieses plötzliche Unerwartete wirst du noch nicht wissen, was es ist. Ich glaube, das ist ganz neu. Entweder entdeckst du neu deine Energie, deine Kraft, dass du Menschen etwas Gutes tun kannst. Entweder entdeckst du das, oder du kommst drauf, dass du dich selbstständig machen möchtest in der Energiearbeit. Ja, also beides ist möglich. Ich trinke wieder einen Schluck, ihr Süßen. Dieses Mal ist es ein selbstgemachter Zitronensaft. So, danke schön. Jetzt schauen wir, ob ihr das auch gut sehen könnt, ihr lieben Schatzis. Ja, ihr könnt das gut sehen. Gut, gut, gut. Jeweils eine Karte noch, bitte. Ich habe da so zwei Kartendecks. Ups. Da wollen meistens zwei Karten raus. Das ist echt interessant zu beobachten. Da haben wir schon das Schiff, ne? Also Staffel 3 darf sich schon mal die Anleitung anhören. So. Passt auch zum Anker wunderbar dazu. Bis zum Winter kann sein, dass du mit der Familie, vielleicht möchtest du mit der Familie ein Familienunternehmen gründen, auch das kann sein. Und es kann sein, dass es da ein bisschen Unstimmigkeiten gibt. Vielleicht seid ihr nicht beide gleicher Meinung, müsst ihr auch nicht. Wichtig ist, dass ihr es vereinen könnt. Und ich sage es, glaube ich, die letzten paar Mal sehr oft oder sehr intensiv bei euch auch immer wieder, was ich immer wieder sage. Ne? Und das könnt ihr wirklich ummünzen auf euren Geschäftspartner, auf eure Kinder, auf euren Partner, auf wen auch immer. Du selbst kommst schon sehr gut mit deiner Energie klar. Und dann ist dein Gegenüber. Und er kommt mit seiner Energie auch gut klar. Und jetzt kommen wir immer mehr in eine Zeit, wo sich diese miteinander langsam sich angewöhnen und ineinander gehen. Okay? Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Ja, nicht nur sich selbst erkennen, sondern auch erkennen innerhalb der Gruppe, innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft.
Herzchakra, wie passend ist das bitte? Das Herzchakra. Also hier kommt eine Herzöffnung auf euch zu, der Superlativen, euer lieben Schatzis. So. Also euer Herz im Beruflichen, wie in der Beziehung, wie in deiner Selbstständigkeit, wie in deiner ja, familiären Umfeld, kommt einiges in Gange. Und möchte auch angeschaut werden in Liebe. Na Schatzi? Da wollen zwei und da wollen auch zwei. Wow, die zeigt sich auch sehr, sehr oft, die Bienenkönigin. Natürlich kann das auch für den Bienenkönig stehen. Ne? Also hier geht es darum, dass du ein fleißiges Bienchen warst und du jetzt gut abwägen tust. Die linke und die rechte Seite. Die linke und die rechte Seite. Also hier biegst du ab und hier warst du sehr fleißig. Hier warst du sehr. Und hier ist es wirklich wichtig, dass du jetzt in deine Mitte kommst und dich nicht verunsichern lässt. Ja? Also hier ist es ganz, ganz, ganz schlau von dir, jetzt fleißig an dir zu arbeiten oder du hast ganz fleißig an dir gearbeitet. An deiner Herzöffnung. Ja, an deinem beruflichen Zweig. Was möchtest du? Vielleicht wolltest du dich selbstständig machen. Und dann mach es. Setz es in die Tat um. Warte nicht länger, sondern fang wirklich an, die Dinge umzusetzen. Dankeschön. Ja, weil du hast noch Schissi, mein Schatzi. Irgendetwas nagt in dir. Ich glaube, dass du dich nicht drüber traust. Ich glaube, dass du wirklich Angst vor dem hast, das, was dich verunsichern könnte. Und das, was dich verunsichern könnte, schmeißt du jetzt über Bord sozusagen. Denn es geht um dich, ne? Um dich und es sind deine Konflikte. Hier zeigen sich wieder erneut die Roten, ne? So, dann eure Highlights und Stolpersteinchen. Also ich bin gespannt, wer hat Highlights, wer hat noch Stolpersteine auf dem Weg. Da hat sich eine umgedreht. Gut. Dankeschön. Ui, ui, ui. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Eine noch. Dankeschön. Das Festhalten. Ja, ihr haltet noch an altem fest. Der Vollmond sagt jetzt Krapuzzi Kapuzzi. Kennt ihr noch den kleinen Teddy? Den Bezi-Bär. Ja, genau, so hat der geheißen. Bezi-Bär. Ich glaube, den Bezi-Bär. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Den kleinen Bezi-Bären. Wie hat der geheißen? Hat der Bezi-Bär geheißen? Ach, wie hat der kleine Bär geheißen? Bezi-Bär, glaube ich. Bezi-Bär? Das war so eine Kinderserie, eine uralte. Mensch, so merkt man echt, wie alt das man wird. Ja, hier geht es wirklich darum, dass du jetzt die endlich loslässt. Ne? Also hier ist es wichtig, dass du dich immer mehr in deine
Liebe hineinkatapultierst. Und hier ist es wichtig, dass du da wirklich schaust, dass es da loslässt. Loslassen vom Festhalten, ne? Das ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Nichts festhalten. Es ist nichts für ewig. Dein Körper ist auch nicht ewig, ne? Deine Seele schon, aber dein Körper nicht. Also deine Erfahrungen kann nur deine Seele machen, mein Schatz, ne? Drum ist es ja auch so wichtig, dass ich euch immer wieder mitteile, wo ich euch sage, dass meine Seele jetzt in mir drinnen ist und das schon seit einigen Monaten, ja? Denn warum ist das wichtig? Weil ja meine Seele Dinge erfahren möchte. Wenn die Seele immer da irgendwo rundherum schwirrt, ja, einmal dort, einmal da, um diese Erfahrungen eben zu sammeln, ja, weil der Körper da nicht mitzieht und die Seele sagt, ey, ich will das aber doch erfahren, ich will das, ja, dann fühlt ihr euch zerstreut oft, ja. Und wenn du im Einklang mit deiner Seele bist, mit dir selbst, ne, dann gehst du den Weg deiner Seelenbestimmung, ja. Also der Weg deiner Seelenbestimmung. Dann werde ich euch auch, irgendwann möchte ich auch dieses Video, das ist ein tolles Video, glaube ich, der Weg deiner Seelenbestimmung. Das können wir uns gemeinsam auch anschauen, was dein Weg deiner Seelenbestimmung ist. Wow. So viele, mein liebes Universum. Aber das ist so dick, die Beschriftung, das sieht man hier gar nicht. Aber das ist echt beim Mischen nicht ganz so lustig. Ne? Aber, jawohl. Ich sehe sie. Super. Observer. Ja, da wirst du beobachtet. Entweder beobachtet dich jemand oder du beobachtest jemanden. Ja? Also hier bekomme ich ganz, ganz stark herein, dass du jemanden beobachtest oder du wirst beobachtet. So, ihr lieben süßen Schatzis, wir haben die Karten ausgelegt. Jetzt kannst du dir einen Stapel auswählen. Number one, number two, number three. Okay? Du kannst hier Gesundheit, Liebe, Glück, Finanzen, was auch immer, dein Ex, du, wie auch immer du deine Stapeln belegen möchtest, ist ganz dir selbst überlassen. So, und jetzt schauen wir hinein in den einzelnen Stapeln. Wow! Halleluja! Oh, wow, wow, wow. Hier kommt eine Liebe auf dich zu, der Superlative. Da sieht jemand nur mehr Herzerl, Herzerl, Herzerl. Und wir hatten es schon mal, ne? Also am 1.9. hatten wir das Herzerl macht Bum Bum. Das war am Dienstag. Also dein Herzerl macht Bum Bum. Dein Herzerl macht Bum Bum. Also schaut euch auch vielleicht den Dienstag, den 1.9. an. Die Lebensaufgabe, die zeigt sich auch sehr, sehr oft, jetzt in letzter Zeit wieder immer öfter. Mein Hund spielt wieder mit seinem Ball. Ja, du kommst in deine Yin-Energie, ja, weil du dich fallen lassen kannst, weil jetzt alles fließt, mein Schatz. Du brauchst jetzt gar nichts mehr zu tun, es kommt alles auf dich zu, sozusagen. Du brauchst nur ruhig, lichtvoll, liebevoll zu dir und zu allen anderen sein. Dann hast du die Karte gesegnet. Also es ist eine gesegnete Liebe, die jetzt auf dich zukommen möchte. Also definitiv.
eine absolut gesegnete Liebe. Love, love, love is in the air. Wow. Dann hast du hier zwei wundervolle Karten. Oh, wow. Das heißt, du wirst treffen oder du wirst dich treffen mit einem Herrn oder einer Dame am Abend. Wenn die Sterne hell und klar sind, wirst du dich treffen. Ich glaube auch, dass ihr eine ähnliche oder gleiche Lebenseinstellung habt. Ich glaube auch, dass ihr miteinander gemeinsam jetzt euren Seelenauftrag beenden könnt. Also sprich, du hast deinen Seelenauftrag für dich, dein Gegenüber auch, ja, wenn er oder sie auch schon die Seele mehr oder weniger in sich integriert hat und du auch, dann geht es darum, dass ihr noch einen gemeinsamen Seelenvertrag habt. Ne? Also du hast einen, dein Gegenüber hat einen und ihr habt einen gemeinsamen Seelenauftrag, ja, hier auf Erden. Und das kann sein, dass ihr den jetzt bestreiten möchtet oder werdet, ja, von Universum gezwungen sozusagen. Und das ist von absolutem Erfolg gekrönt, mein Schatz. Ja, du hast die Sterne, ihr habt vielleicht noch ein bisschen Schissi, ne? Also hier ist noch ein bisschen Schissi, aber das brauchst du nicht, mein Schatz, denn hier kommen die Sterne und das ist das absolute Erfolg in deinem Leben. Dann hast du Highlights oder Stolpersteine. Oh my goodness, die wahre Liebe. Also meine Schatzis, ihr werdet euch verlieben in der Superlative. Das ist eine gesegnete Liebe von oben. Jetzt erfüllt ihr den Seelenvertrag sozusagen, ich kriege Gänsehaut. Jetzt habt ihr es endlich geschafft, euren eigenen Seelenvertrag zu verstehen und geht jetzt immer mehr den Seelenvertrag euch beide. Wow, also dieser Stapel, wow. Ich kriege Gänsehaut gerade. Also die Herrlichkeit, nein, sorry, die Heiligkeit, die Herrlichkeit, na bitte. Es wird eine herrliche Zeit auf euch zukommen, anscheinend. Also Herrlichkeit, oh nein, 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 Heiligkeit, Herrlichkeit. Gut, für heute ist es die Karte Herrlichkeit, was auch immer das Universum. Wenn es zweimal das Wort rauskommt, dann ist diese Karte jetzt die Herrlichkeit und nicht, ja, der Herr kommt zu euch, ne? Ihr könnt es sehen, wie ihr wollt. So, dann habt ihr noch zwei tolle Karten. Ja, weil du hinter deinem Geheimnis kommen bist. Du bist hinter deinen Seelenvertrag gekommen. Du weißt, was dein Seelenvertrag ist oder du hast dir deinen Seelenvertrag bei mir oder bei jemandem anderen anschauen lassen, um jetzt immer mehr dahinter zu kommen, was euer gemeinsamer Seelenvertrag ist oder was dein eigener Seelenvertrag ist. Denn also wenn ich gähne, dann ist es schon ein gutes Zeichen, dass du gut loslässt, dass du hinter deinen Geheimnissen jetzt immer mehr kommst. Und zwar hast du jetzt den Garten und zwar du siehst und erntest jetzt im Herbst. Jetzt im Herbst erntest du, was du im Jänner angefangen hast zu sehen. Ja? Zu sehen kann man zweideutig nennen. Mit den Augen zu sehen, irgendetwas hast du gesehen und die Saat, das Aussehen, ja, beides hat was mit meiner Meinung nach mit Sehen zu tun und hier ist Love, Love, Love. Ich bekomme hier kein berufliches Thema bei euch herein, außer dass das die Lebensaufgabe ist, jetzt gemeinsam euren Seelenvertrag anzuschauen. Wow! Ja, mein Schatzi, wenn dir diese Legung gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. Wow!
Also Stapel 1, ihr habt schon mal einen Mega-Jackpot hier abgeliefert. Ja. Das Herzl macht Bum Bum, ne? Also euer Herzl macht Bum Bum. Ordentlich Bum Bum. Ich kriege Gänsehaut. So, jetzt kommen wir zu Stapel Nummer 2. Was hast du da hier, mein Schatz? Das Haus und die Eulen. Wow. Also heute hat es wieder mit der Sprache. Halleluja. Also hier möchte die Weisheit zu euch kommen. Und zwar werdet ihr weise von zu Hause aus arbeiten. Das kann eine Energiearbeit sein. Das kann eine Selbstständigkeit sein. Das kann eine Firmengründung sein. Es kann eine Geschäftsidee sein. Es kann eine neue Geschäftsidee in dem Sinn sein, wo jetzt Wissen und Weisheit zusammenkommt. Es kommt Weisheit in euer Zuhause. Also die Weisheit, ja, die in euch ist, ne? Bringt euch in die Stabilität. Ihr werdet den Anker setzen, sozusagen, für Neues in eurem Leben. Es kann etwas mit einem Mutter-Tochter-Verhältnis sein. Also vielleicht hast du eine Idee und möchtest eine Gründung gründen mit deiner Mutter oder mit deiner Tochter, die zu Hause beginnt und in die absolute Stabilität führt. Ja, also, wow. Ja, das kann sein, weil ihr etwas repariert habt. Ja, ihr habt euer Verhältnis zueinander repariert. Ich habe auch das Gefühl, dass du, egal wer zuschaut, wenn du die Tochter bist, oder wenn du die Mutter bist, dass hier ihr werdet zusammenziehen. Also wenn ihr jetzt noch getrennt lebt, in getrennten Häusern, dann werdet ihr euch eine große Immobilie anschaffen. Also ihr zieht in ein größeres Zuhause, spätestens nächstes Jahr im Frühling. An dem arbeitet ihr aber schon. Es kann auch sein, dass ihr etwas Kreatives macht, weil sie hat einen Zwirn. Schaut mal, da ist ein großer Zwirn und ein Faden. Also ich habe das Gefühl, einer ist sehr kreativ und der andere sehr wissend, wie ihr die Dinge umsetzt. Also da werdet ihr euch ergänzen. Und das ist von oben geführt. Also dieses Projekt ist von oben geführt. Weil ihr habt euch gereinigt, ne? Ihr habt euer Seelenkleid gereinigt sozusagen und repariert. Und deshalb ist die Weisheitskarte gekommen. Jetzt habt ihr immer mehr Zugang zu eurem Wissen, zu eurer inneren Weisheit. Dann habt ihr 3 Karten. Wow, wow. Diese Karte, ich weiß nicht, die kommt, wie Amen im Gebet. Die letzten, jedes Mal, wenn ich die Karten verwende, in irgendeinem Stapel ist diese Karte. Bitte glaub daran, dass du ein Kind Gottes bist. Ja? Also irgendwer da draußen in unserer Community glaubt es noch immer nicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, die diesen Stapel gewählt haben, schreibt bitte unten in den Kommentaren hinein, ich bin ein Kind Gottes. Okay? Ich bin mal gespannt, wer diesen Stapel hat und wer wirklich den Mut jetzt hat, zu sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Denn diese Karte kommt so oft, die Befreiung und wirklich dieses Kind Gottes. Also da möchte etwas definitiv an die Oberfläche kommen, ja. So, dann habt ihr die Begabung, ja. Ihr legt
all eure Begabungen, euer Wissen zusammen, um jetzt ein neues Projekt starten. Das kann ein Mutter-Tochter-Verhältnis sein, es kann ein Vater-Sohn-Verhältnis sein, ein Vater-Tochter-Verhältnis sein und ein Mutter-Sohn-Verhältnis sein. Hereinbekommen durch Mutter und Tochter. Ja? Das ist das, was ich hereinbekomme. Hier startet ihr ein Projekt, das was ganz, ganz großen Erfolg jetzt für euch aufzeigen wird. Egal, ob es in der Selbstständigkeit ist, wenn ihr sagt, ihr möchtet ein Projekt starten, ob ihr gemeinsam ein Haus jetzt euch mietet, egal, was ihr da vorhabt, ja, hier wird es von Erfolg gekrönt. Eure Begabungen zahlen sich aus. Ihr braucht noch ein bisschen Ausdauer, ne? Ein bisschen Ausdauer, bitte, braucht ihr da noch, ne? Also ihr braucht diese Ausdauer noch, damit ihr dahin kommt. Wow! Halleluja! Ja, wow, ich habe schon gespürt, ja. Also, wenn du vorhast, mit deiner Tochter eine GmbH zu gründen, bei uns in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer, in Deutschland, in Luxemburg, in Italien, in Spanien, ich schaue dir von überall zu, ich muss mal überlegen, wen habe ich denn noch? Österreich, ja? Egal, wo ihr eure Firma gründet, das ist vom absoluten Erfolg gekrönt. Ja, da der Anker und die Sonne. Spätestens nächstes Jahr im Sommer seid ihr im Erfolg drinnen. Also euer Erfolg wird Bände sprechen. Ich krieg so Gänsehaut. Wow. Wow. Ui. Also es berührt mich sehr. Also sehr, sehr wow. Dann das Wiegenlied. Ja, ihr sollt euch immer wieder entspannen zwischendurch. Gönnt euch auch mal Ruhepausen. Ja, ich spüre, ihr seid ständig am Arbeiten, am Werkeln, am Reparieren, am Tun, am Machen. Und jetzt dürft ihr euch einmal zurücklehnen, euch entspannen und vielleicht einmal meditieren. Ja, ich muss schmunzeln, es kommt wieder die Family-Karte. Die hatten wir jetzt auch schon so oft. Und hier ist ja der kleine Bär auch wieder drinnen. Ne? Also irgendein Projekt startet ihr jetzt mit Herz, mit Wissen, mit Verstand. Ihr werdet jetzt immer mehr eure Seelenfamilie und euren Auftrag hier auf Erden erfüllen. Wow. Und das bis zum Sommer nächsten Jahres werdet ihr in die absolute Stabilität kommen. Ihr habt heuer im Sommer, dürftet ihr schon etwas begonnen haben von zu Hause aus. Und nächstes Jahr im Sommer seid ihr in den absoluten Erfolg drinnen. Ja? Und das kann mit Energiearbeit zu tun haben, aber es hat auch vielleicht etwas damit zu tun, dass ihr ein kreatives Projekt vorhabt. Ne? Wow. Leute, wow, hier echt tolle Karten. Natürlich kann es sein, dass ihr auch Freunde seid. Dann sehe ich hier aber einen älteren Altersunterschied. Ne? Wenn du eine Freundin hast, die viel jünger ist oder viel älter ist als du, dann kann das genauso dafür stehen. Ja, ansonsten spüre ich eher es innerhalb der Familie. Ja, wenn dir diese Legung gefallen hat, mein Schatzi, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. In dem Sinne, komm ganz, ganz fantastisch durch diesen Donnerstag. Denke daran, dass ihr ein Projekt jetzt in die Gänge bringen solltet. Das ist vom Universum euch so zugesandet worden, sozusagen, und macht bitte was draus. Die ersten Karten waren Liebe, hier ist es wirklich Beruf und Finanzen und Selbstständigkeit gegangen. Ich bin gespannt, wie geht es bei Stapel 3 jetzt weiter. So, jetzt, wow, bei dir geht es um dein Schiff. Na, mein Schatzi? Genau, du hast ja dieses Schiff, dieses
Up and down, up and down. Rum, 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 rum. Also die ist schon ein bisschen schwummerig geworden von diesen Up and Downs, ja. Dass du jetzt deine Überschrift sagt dir, komm in deine Liebe, komm in dein Energiefeld hinein, breite deinen Anker aus. Und hier ist es wichtig, dass du deinen Reiter, sprich die Plötzlichkeit in deinem Leben immer mehr zum Fließen bringst. Also hier den Anker unbedingt jetzt setzen. Für deinen Beruf und für die Liebe. Und zwar hier bekomme ich eine Freundschaft herein, und zwar die Freundschaft zu dir. Und ich sage immer zu meinen Klienten, immer und immer und immer und immer und immer, 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 immer wieder, du bist 24 Stunden rund um die Uhr mit und bei dir. Das heißt, sei du dir selbst deine aller, 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 allerbeste Freundin oder dein aller, 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 allerbester Freund. Okay? Also hier ist es wichtig, dass du jetzt in erster Linie mal die Freundschaft mit dir Hand in Hand dich mal kennenlernst. Vielleicht durch Energiearbeit, vielleicht lässt du Energiearbeit bei dir machen, damit dein Herzl aufgeht, damit du weißt, wohin es beruflich geht, damit du weißt, welche Freunde für dich wichtig, richtig und gut sind. Momentan schwankst du mir noch ein bisschen hin und her. Es kann aber auch sein, dass eine Freundschaft über Reisen oder du lernst jetzt eine Freundschaft über Reisen kennen, auch das bekomme ich herein, dass du eine, weiß ich nicht, du machst Urlaub irgendwo auf einem Schiff oder weiß ich nicht, in irgendeinem Land und da lernst du eine tolle, tolle Freundschaft kennen und ihr ergänzt euch, ne? Ja, das ist eben dieser Sprint, den du jetzt noch unbedingt, ja, unbedingt jetzt noch machen sollst und das ist die Ausdauer. Ja, also hier wirst du sehr schnell an dein Ziel kommen, aber es ist noch nicht, du bist noch nicht am Ziel, ne? Du kommst bald an dein Ziel, weil hier liegen alles voll mit Sternen, ne? Also du hast den absoluten Erfolg, wenn du am Ziel angelangt bist. Und du deine Vergangenheit hinter dir auflöst. Und du wie neu geboren herauskommst. Dann sollst du lernen, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Hier und Jetzt ist immer wichtig, denn du kannst nur handeln, immer nur handeln im Hier und Jetzt. Du kannst nicht in der Vergangenheit handeln, du kannst nicht in der Zukunft handeln. Du kannst nur in der Gegenwart handeln. Also beweg deinen wunderschönen Popo von deiner Couch und handle jetzt. Geh die Schritte jetzt an. Wenn du Hilfe und Unterstützung benötigst, dann hole dir liebevolle Hilfe und Unterstützung, die es gut leben. Ja, die das schon, ja, die das richtig in sich schon leben. Das Leben leben. Und da wirst du hinkommen, aber du brauchst noch die Ausdauer im Hier und Jetzt. Ja? Dann hast du, ja, was wünschst du dir? Genau, also was wünschst du dir? Und ich glaube, hier kommst du erst immer mehr hinein, was du dir wünschst. Ich glaube, du bist dir noch gar nicht klar, was du dir wirklich wünschen sollst. Was du wirklich in deinem Leben möchtest. Was dich wirklich ausmacht. Und da sagen bei dir die Karten, hole dir Hilfe und Unterstützung, damit deine Wünsche wahr werden können. Ja? Ich lese euch die Karte vor. Was wünschst du dir? Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben, entsprechend den wahren Wünschen deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass du ihre Erfüllung verdient hast,
und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber, wie durch Magie wahr werden. Ja. Wie lautet dein Drehbuch? So, über Stapel 2 würde ich mich hier auch freuen, wenn du unten in den Kommentaren hineinschreiben würdest oder möchtest, oder ich würde mich so freuen, wenn du es machst, dann kannst du hier auf alle Fälle deine Wünsche wahr werden lassen, indem dass du unten hineinschreibst, wie würde dein Drehbuch lauten. Also, wie würde dein Drehbuch heißen, was die Wünsche deines Herzens entsprechen? Dann hast du hier Aufopferung, weil du dich immer für andere aufgeopfert hast, ne? Für Freunde, Bekannte, du hast dich verausgabt. Ja, ich habe das Gefühl, du hast dich komplett verausgabt, du warst immer nur für andere da und jetzt sollst du mal in den Hier und Jetzt kommen und für dich und deine Wünsche da sein. Dann hast du die absolute Führung. Du wirst im Leben einem Menschen begegnen, der dich führt, leitet, in dich quasi hinausschupft in die wunderschöne, bunte, weite Welt, damit du sie kennenlernst. Ja. Wow, auch du, mein Schatzi, hier möchte nämlich sehr, sehr plötzlich eine wundervolle Liebe zu dir kommen. Ja, lass sie herein. Vielleicht ist dein Herzenswunsch die Liebe. Und du denkst dir, die ist noch immer nicht da und noch immer ist nicht gekommen. Und ja klar, mein Schatz, weil du immer für andere da warst. Du hast immer das Boot gelenkt, wie es andere wollten. Jetzt bist du dran, um zu schauen, wo willst du hin? Wo möchtest du dein Schiff lenken? Na, du hast immer wieder probiert, ne? Und die haben gesagt, nö, das ist nicht die Riese-Richtung, bitte hier entlang. Und was hast du gemacht? Du bist wieder hier entlang gezischt. Ne? Weil du dir glaubt hast, das ist ja nicht dein Schiff. Also kannst du ja nicht bestimmen. Es ist ja nicht deines. Also musst du dich fügen. Falsch. Du brauchst dich niemandem fügen, nur dir selbst, wenn du dies möchtest. Aber nicht jemand anders und keine Freunde, keine Verwandten, keinen Chef, keinen irgendjemanden, sondern nur dir selbst. Ja? Und wenn du weißt, wer du bist und was du machen möchtest, dann wirst du immer mehr in dein Hier und Jetzt ankommen und deine Wünsche werden sich wie Zauberhand manifestieren. Dann hast du, ja, du hast schon die Wandlung, mein Schatz. Wow, ich krieg Gänsehaut. Du hast die Wandlung, also verwandle dich und das schon im Herbst. Wenn die Blätter bunter werden, wirst du in deine Verwandlung hineinkommen. Du wirst deine Ausdauer jetzt für dich nützen, für deine Wünsche nützen und du wirst niemanden mehr da drüber steigen lassen. Denn es gibt Menschen, die können wirklich über Leichen drüber steigen. Ja, also bei uns heißt, wenn jemand sehr bitchy unterwegs ist, dann sagen viele, na, die kann über Leichen gehen oder der kann über Leichen gehen. Ja, und das lässt du jetzt nicht mehr zu. Denn du steigst jetzt auf wie der Phönix aus der Asche und nimmst dein Leben endlich in die Hand. Denn du hast die Entscheidung. Hier bekommst du die Entscheidung, mein Schatz. Entscheide klug und entscheide dich für dich. Steig aus diesem Boot von fremden Booten aus, kreiere dein eigenes Boot. Es wird dir Kraft benötigen. Ja, das hast du hier. Logisch. Weil wenn du immer in anderen Booten sitzt, musst du dich natürlich fügen, wie das Boot möchte. Ne? Angenommen, du machst eine Schiffsreise und der Captain meint, jetzt steuere da genau diese Insel an, weil die ist so schön für ihn. Und da gibt es viel zu sehen und du würdest viel lieber in die nächste Insel fahren. Also hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst bei dieser Insel dann aussteigen und dir ein Boot kreieren und in die nächste Insel zu fahren. Mit diesem Vorbehalt, ne, dass du dann alleine auf dieser Insel auch sein kannst. Ne? Du möchtest sie ja anschauen. Also hast du auch die Wahlmöglichkeit und das ist deine Entscheidung. Wie möchtest du? Möchtest du dich mal zuerst selbst kennenlernen, dein eigenes Boot, dein eigener Captain sein?
Oder fügst du dich noch immer anderen Menschen? Und ab jetzt fügst du nur mehr dich selbst, deiner selbst. Okay, mein Schatz? Welch eine wunderschöne Legung. Wenn dir diese Legung gefallen hat, mein Schatz, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dass du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. In dem Sinne, habt einen fantastischen Donnerstag. Ich liebe euch. Schreibt unten in den Kommentaren. Bitte nicht vergessen. Ich freue mich. Tschüss.